Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um was ganz was anderes, so ein bisschen aus eigener Interesse und vielleicht auch für den einen oder anderen von euch interessant und auch für die, die es vielleicht nicht direkt interessant ist, ist vielleicht auch grundlegend interessant. Wir suchen Verstärkung in unserem Team. Wir suchen einen Kfz-Mechaniker oder Kfz-Mechanikerin, Zweiradmechaniker, Zweiradmechanikerin oder ähnlich. Was bedeutet oder ähnlich? Erfahrungen, Berufserfahrung in diesem Bereich, im Zweiradbereich. Im besten Falle natürlich mit Rennstreckenerfahrung und im allerbesten Falle, wenn die oder derjenige auch selber schon mal Rennstrecke gefahren ist und da so die ein oder anderen Sachen schon weiß, wie das Ganze so gehandhabt wird, wie die Rennstrecken gemietet werden, wie man da als Fahrer ankommt, wie man die Box bezieht und. Das ist ein sehr umfangreicher, ein sehr interessanter, sehr moderner Job mit ein paar alteingesessenen Sachen, die da mit drinnen sind. Und dafür erzähle ich euch jetzt mal ein bisschen was und vielleicht passt du ja genau in dieses Berufsbild. Eins der wichtigsten Sachen, wie ich schon angesprochen habe, ist einfach die Berufserfahrung im Zweiradbereich. Also es sollte für dich kein Problem sein, Reifen zu wechseln, Bremsen zu wechseln, Ölservice zu machen, mal einen Motor aus- und einzubauen, Gabel aus- und einzubauen, Federbein aus- und einzubauen. Das Ganze geht natürlich auch im Bereich Fahrwerk weiter, wie viele von euch wissen. Mache ich ja auch einen Fahrwerkservice, wir machen Rennstreckenfahrwerkservice an der Rennstrecke vor Ort. Wir revidieren Federbeine, haben einen Prüfstand, wo wir auch Settings ändern, also Dämpfungssettings ändern und da viele Anpassungen für die Rennstrecke machen, aber auch für die Straße. Das heißt, es wäre schon mal gut, wenn man da schon viel Erfahrung mitbringt und so ein bisschen weiß, wie so ein Fahrwerk funktioniert und wie man das aus- und wieder einbaut. Die Bereiche in Dämpfungsänderung, Settingbereich muss man nicht können, dafür bin nach wie vor ich da. Aber ich brauche in diesem Bereich unbedingt eine helfende Hand, um Abwicklungen schneller voranzukriegen. Wir haben im Moment fahrwerkstechnisch eine Vorlaufzeit von 8 bis 10 Wochen und ich muss das irgendwie runterkriegen. Zusätzlich eine sehr, sehr wichtige Anforderung ist bei mir grundsätzliche Detail in Perfektion, also ich bin ein Perfektionist und erwartet es auch von einem Mechaniker, dass der sehr, sehr sauber arbeitet und extrem perfektionistisch ist, ja, und auch eine Leidenschaft für dieses ganze Projekt mitbringt, somit das auch lebt und nicht nur 0815 Job ist. Das geht in dem Bereich leider nicht. Dazu muss man am besten in normale Standardwerkstatt gehen, obwohl das da auch nicht gern gesehen wird, wenn es ein 0815 Job ist. Was noch eine sehr, sehr wichtige Qualifikation ist, ist der LKW-Führerschein. Also ich brauche einen Mechaniker mit LKW-Führerschein, also C-CE-Klasse. Der muss einen Sattel fahren dürfen. Wir sind jetzt drauf und dran, uns einen Sattelauflieger zu besorgen, um unsere Kunden an der Rennstrecke besser bedienen zu können, um den Fahrwerkservice an der Rennstrecke besser absolvieren zu können, um Ersatzteile, Ersatzfahrwerke, Reifen etc. mit dabei an der Rennstrecke zu haben. Und deswegen ist der Aufgabenbereich klar definiert. Das heißt, es gibt zwei Standorte. Das ist einmal der Standort hier in unserem Headquarter in Aidenbach in Niederbayern. Und das sind die verschiedensten Rennstrecken Europas, wo man quasi tätig sein wird, wo man die Rennstrecken, die man anfährt, den Sattel dorthin fährt, den Sattel auslädt, die Box bezieht, mit den Kundenmotorrädern, mit meinen Motorrädern, mit Testmotorrädern von Yard oder von Herstellern oder wie auch immer. Und dazu braucht man natürlich jemanden, der sehr verantwortungsbewusst mit dem Ganzen umgeht. Wie viele wissen, sind das teilweise sehr teure Motorräder. Auch so ein Sattel ist nicht ganz günstig. Es muss natürlich alles sehr, sehr sauber behandelt werden, die Werkzeuge und so weiter, wie man wieder bei der Perfektion zurückkommen. Was wir dadurch aber wieder zurückgeben, ist eine zusätzliche, wir geben ein Stück Verantwortung ab, also derjenige bekommt ein sehr, sehr großes Verantwortungsfeld, wo er quasi frei entscheiden kann und sich die Zeit auch dementsprechend selber einteilen kann, das natürlich schon im Grunde genommen vorgegeben ist, aber wo man halt ein bisschen flexibler ist, dafür erwarten wir halt im Gegenzug auch diese Flexibilität, was das Reisen anbelangt, Winter nach Spanien, im Sommer nach Brünn, nach Moss, nach Rijeka, so diese typischen Rennstrecken eben anzufahren und da flexibel zu sein.
Wie ihr schon gehört habt, der Standort ist hauptsächlich auch zwischen den Events natürlich hier in Aidenbach in Niederbayern. Das heißt, wir würden uns auch im Falle des Falles, wenn jemand von weiter her herziehen würde, auch um Wohnungen und Unterkünfte kümmern. Die Möglichkeiten hätten wir. Wenn da jemand so flexibel ist und sein Leben umkrempeln möchte für diesen umfangreichen Job, dann wären wir natürlich bereit, da gewisse Möglichkeiten aufzuzeigen. So, wo geht's noch weiter? Also wir haben natürlich diese Rennstrecken-Events und zwischendrin haben wir natürlich hier die Werkstatt, da wo zum einen die Rennmotorräder, die wir auf der Rennstrecke betreuen, gewartet werden müssen, serviciert werden müssen, eventuell Fahrwerkssettings geändert werden müssen und so weiter. Dann haben wir den Bereich Standard-Fahrwerks-Setting, ja, also wenn zum Beispiel jemand Gabel und Federbein schickt, dann müssen die zerlegt werden, müssen Stand aufgenommen werden, was ist die momentane Prüfung von der Gabel, wie schaut das aus, was ist der Defekt, was muss gemacht werden, was hat der Fahrer für ein Problem, wie kann man dem Fahrer helfen, das Motorrad schneller zu machen, besser zu machen, damit es ihm besser gefällt, wie das Motorrad fährt. Das sind so diese Standardtätigkeiten, die wir hier bei mir in der Werkstatt haben. Eben alles rund ums Fahrwerk. An der Rennstrecke selber ist natürlich der Bereich ein bisschen umfangreicher. Jeder, der schon mal Rennstrecke gefahren ist, weiß, was da alles anfällt. Von Reifenwechseln zu Bremsenwechseln, Standardprozedere mit Heizdecken, Luftdruck, Reifentemperatur überprüfen, eventuell mitschreiben, Settings mitschreiben, wenn man mal was ändert in Absprache mit mir und mit dem Kunden, tanken, Motorrad putzen, ja, ist eine lästige Sache. Allerdings findet man dabei relativ viele Fehler und kann hin und wieder mal das ein oder andere Problem ausmerzen dadurch. Somit gehört das einfach dazu. Das, wo wir wieder bei der Perfektion und Sauberkeit sind, die natürlich sehr wichtig ist. Ja, man kann mit Sauberkeit und Perfektion am Rennmotorrad sehr, sehr viele Probleme schon erkennen, bevor sie draußen auf der Strecke passieren. Und letztendlich soll das Ziel sein, dass die Kunden A, schnelle Rundenzeiten fahren können, B, sicher sein können. Das heißt, nichts vergessen wird, vernünftige Reifen drauf sind, die Luftdrücke immer passen, die Reifen immer warm sind, die Mopeds immer top in Schuss sind, immer zwischen den Turns geprüft werden und, und. Das ist so die typische Aufgabenstellung und natürlich auch das Betreuen an der Rennstrecke der Kunden, sei es das Moped auf die Hinterachsvorlagständer stellen und dem Kunden die Arbeit ein bisschen abzunehmen. Ja, das ist ein Service, den wir gerne anbieten möchten und dazu braucht man halt jemanden, der sehr, sehr gewissenhaft und sehr erfahren in diesem Bereich ist und genau weiß, was sich da gehört und was nicht, wie man sich auf der Rennstrecke verhält. Natürlich kann man da die ein oder anderen Sachen noch mitgeben und werden auch im Vorhinein bestimmt gebrieft werden. Aber das macht natürlich schon von Vorteil, wenn jemand da schon das ein oder andere an Wissen mitbringt und die Gepflegtheiten oder die typischen, in Bayern sagt man, Tucherten auf der Rennstrecke schon ein bisschen kennt und dann läuft das auch dementsprechend leicht. So. Was bekommt derjenige von uns? Ja, zum einen bekommt er natürlich einen super Arbeitsplatz in einem ganz jungen Team, in einem Berufszweig, den es so eigentlich nicht gibt. Ja, wenn mich immer jemand fragt, was ich beruflich mache, dann sage ich, schwierig in drei Worte zu fassen. Wie ihr alle wisst, wir machen YouTube-Videos, wir machen Motorradfahrwerke, wir machen Rennstrecken-Events, wir machen Coachings und. Das Team wird auch immer größer, es kommen auch immer mehr Leute in das Boot, die Verflechtungen werden größer, die Partner werden größer und so weiter. Ist ein ganz eigenartiges Business eigentlich, weil das so insofern nicht gibt, weil wir tun ja unser Business quasi an YouTube ein bisschen an bundeln, sage ich jetzt mal, wo wir dadurch natürlich immer wieder auch mit Marketing Kampagnen für Marken und Produkte natürlich was aufbauen und so weiter. Da kommt jetzt das ein oder andere in Zukunft auch noch und das ist jetzt die eine Schiene, die Werbeschiene. Dann haben wir natürlich auch noch unsere Online-Coachings, ja, unsere Online-Mitglieder, die zusätzliche Coachings über das Internet mit anderen Videos bekommen. Dann gibt es die frei zugänglichen Videos für alle von euch, die euch das Motorradfahren auf der Rennstrecke näher bringen sollen. Dann haben wir natürlich noch die Seite, wo man einfach mal so ein bisschen zeigt, was wir hier so machen auf der Rennstrecke, um eine gute Laune zu verbreiten, ein bisschen Unterhaltung natürlich auch. Hin und wieder mache ich dann auch so Filme, wie jetzt zum Beispiel im Herbst mit dem 24-Stunden-Rennen von Yard oder wenn man Aufbau von einem Motorrad machen. Also das ist so ein umfangreicher Bereich.
Und zusätzlich haben wir halt auch jetzt noch diese mechanische Schiene im Dienstleistungsbereich. Und das ist sehr, sehr, boah, das wird von euch sehr stark in Anspruch genommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind da mittlerweile echt am Limit. Und wie gesagt, wie schon vorher kurz angesprochen, die Vorlaufzeiten sind mittlerweile so hoch, dass es fast schon unangenehm ist, wenn jemand anfragt und ich muss ihm sagen, ja, 8 Wochen, so um den Dreh. Von dem her wäre mittlerweile eine Unterstützung echt gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht derjenige, der ein Abitur verlangt oder sowas, aber wir brauchen jemanden, der eine vernünftige Ausbildung hat, der die Berufserfahrung hat, der die Erfahrung in dem Bereich mitbringt und dem Team natürlich dementsprechend da eine Unterstützung geben kann. So, das Ganze ist auf der einen Seite locker, weil es ein junges Team ist, auf der anderen Seite aber natürlich, wie ich vorher schon erwähnt, erwarte ich absolute Perfektion im Detail. Und wenn das gegeben ist, dann sind die anderen Seiten auch leichter. So, was das Thema Vergütung anbelangt, denke ich, ist es nicht gut, im Video jetzt öffentlich zu sagen, was derjenige, der die, dasjenige verdienen wird. Allerdings haben wir uns darüber Gedanken gemacht und sind uns da einig, dass das in einem sehr großzügigen Bereich vergütet werden muss, weil die Anforderungen sehr hoch sind und sehr viel erwartet wird. Und somit müssen wir uns darauf einigen, dass wir uns nicht an Tarife halten, sondern da übertariflich in einem gewissen Bereich vergüten werden. Wie gesagt, dahingehend erwarten wir allerdings auch wirklich absolute Perfektion im Detail und können uns wenig Fehler erlauben, bis gar keine. Wenn das für dich interessant ist, dann schick uns doch bitte deine aussagekräftige Bewerbung unter der E-Mail-Adresse info@superbike-tech.de und schreib doch bitte auch gerne dazu, warum du denkst, dass du der Richtige für diesen Job bist. Und warum du denkst, dass du unserem Team mit absoluter positiver Energie zur Seite stehen kannst und warum es der Firma dann besser gehen sollte. Also, würde mich interessieren, was du denkst. Schreib auch gerne deine Erfahrungen, deine Referenzen dazu, was du schon gemacht hast, ob du selber Motorradrennstrecke fährst, was für ein Motorrad du hast. Kannst du gerne alles dazu schreiben. Das interessiert uns natürlich und wir sind alle Motorradenthusiasten. Somit ist es umso besser, wenn jemand auch dafür brennt und das nicht nur als Job sieht, sondern aus Leidenschaft. Also, würde mich freuen, von euch zu hören, von dir zu hören, je nachdem. Und genau, eine Sache habe ich vergessen, ab wann ist die Stelle bereit? Also wir würden uns freuen, wenn wir bis spätestens zum 1. April jemanden in dem Bereich hätten. Wir würden uns aber auch einigen darauf, dass das auch früher schon stattfinden könnte, je nachdem. Gute Leute sind meistens vergeben oder sind in einem Arbeitsverhältnis, müssen erst kündigen, haben eine Kündigungsfrist. Und deswegen muss man das dann einfach absprechen und somit würde ich das an eurer Stelle einfach mit dazu schreiben, wo ihr gerade seid, ob ihr da eine Kündigungsfrist habt, ob ihr mit dem Job vielleicht nicht mehr zufrieden seid, warum ihr seid ihr nicht mehr mit dem zufrieden und. Also schreibt es einfach mit dazu. Ab 1. April spätestens wäre der Eintritt für diese Stelle. Ich freue mich auf eure Bewerbungen, wünsche euch noch ganz viel Spaß im Winter, Vorbereitung für die Saison 2022. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, danke und ciao.